Viele meiner Klienten kommen aus einem Zuhause, in dem sie sehr stark kritisiert wurden, ja. Und als Empathen haben sie andauernd Dinge gehört wie, komm, beschäm mich jetzt nicht damit oder streng dich mal an oder beiß dich mal durch oder das ist doch wieder nur Drama, was du hier machst. Unter anderem hat ihr Selbstwert enorm darunter gelitten, aber auch, sie haben angefangen, sehr kritisch mit sich selber zu sein, sehr perfektionistisch. Und wenn du dich jetzt erkennst, dann hör unbedingt zu. Wenn du aus einem Umfeld kommst, in dem es nicht in Ordnung war, Fehler zu machen und du an dir bemerkst, dass du sehr selbstkritisch bist und dann hörst du solche Dinge wie, es ist so wichtig, in die Selbstliebe zu gehen und gütig mit dir zu sein und sanft mit dir zu sein und du sagst, was hat dieses ganze Konzept von gütig sein, Selbstliebe, Selbstwert und so weiter damit zu tun, was ich hier zu schaffen habe? Ich habe hier zu funktionieren und ich will hier etwas verändern und sowas höre ich so häufig, ja? Und ich möchte dir sagen, dank der Neurowissenschaft wissen wir heute ohne Zweifel, dass wenn du mit dir in der Selbstkritik bist, wenn du mit dir hart ins Gericht gehst, wenn du die ganze Zeit auf der Suche nach dem nächsten Fehler bist, dann löst das in dir eine Biochemie aus, die sich der Fight-and-Flight-Modus nennt. Du bist also in einem Überlebensmodus, weil dein System Gefahr wahrnimmt. Und diese Gefahr, die von innen kommt, ja, diese Selbstkritik, ist für dein System genau gleich gefährlich wie jegliche Gefahr, die im Außen lauern könnte und tatsächliche Lebensgefahr bedeutet. Und in Lebensgefahr werden die Teile von dir versorgt, die dafür sorgen, dass du schneller rennen kannst, dich besser verstecken kannst und einen Laserfokus darauf bekommst, zu kämpfen, aber nicht zu wachsen, nicht dich zu transformieren, nicht dich zu verändern. Wenn du tatsächliche Veränderungen möchtest, dann wird es für dich elementar wichtig und unumgänglich, dass du aufhörst, so stark in der Kritik mit dir zu sein, dass du sanft wirst mit dir. Das ist keine on top, nice to have, okay, wenn alles gut ist, dann trinken wir einen Tee zusammen und sind ganz sanft, sondern es ist eine Grundvoraussetzung für deine massive Veränderung. Und wie schwer das fällt, das habe ich am eigenen Leibe erfahren und ich begleite meine Klienten durch diesen Prozess hindurch, wie sie sanft werden, wie sie erstmal das validieren, was gerade da ist, ohne mit sich hart ins Gericht zu gehen. Und wenn du so programmiert wurdest, ja, dass du durchgehend in der Kritik warst und dass es für dich überlebensnotwendig war, keine Fehler zu machen, dann kenne ich den Weg daraus. Und wenn du das verändern magst, wenn du bereit bist, dir komplett andere Umstände zu erschaffen, wenn du bereit bist, wirklich nach innen zu gehen und dir zu begegnen und deine Biochemie, deine Gehirnstrukturen so zu verändern, dass du tatsächlich nachhaltigen Change hast in deinem Leben, wenn du bereit für diese Reise bist, dann melde dich bei mir.